Alter, ich will 5, 6 Flaschen an meinem Tisch. Guten Abend, YouTube. Habt ihr mich vermisst? Okay, dann nicht. Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ein hier und herzlich willkommen zum 7. Bifersky Pinkslips. Ja, meine lieben Freunde, es kam jetzt circa einen Monat lang kein Bifersky Pinkslips mehr von mir. Ihr habt euch das ja alle wieder gewünscht, ihr schönen Bifersky. Und dass ihr wieder was gewinnen könnt, Freunde, auf der Xbox One. Das kam ja letztes Mal vor 2 Wochen von Stefan, glaube ich. Und heute ist wieder die Xbox dran. Was? Heute ist wieder die Xbox One dran. Hört sich so ein bisschen japanisch-chinesisch an, Freunde. Ja, auf jeden Fall gibt es heute wieder für einen von euch ein schönes Tanktop zu gewinnen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo heute einer von euch das hier gewinnen kann. Nämlich in seiner Farbe, in seiner Größe. Also wir haben das ja in Neongelb, Neongrün, dann noch in, was weiß ich, Neonblau, Weiß, Rot. Also in vielen verschiedenen Farben. Und der Gewinner, wenn er heute gewinnen sollte gegen uns, kann sich das dann aussuchen. Habe ich überhaupt 2 Brillen an? Bin ich schon wieder komplett offen oder was? Diesmal werden wir ein kleines Special machen. Wir werden das nämlich so machen, dass wir die Spieler direkt auf dem Transfermarkt suchen. Das heißt, wir suchen einmal und haben dann direkt unsere komplette Mannschaft am Start. Das war ja auch voll oft gewünscht in der letzten Folge. In den Kommentaren war das zugespammt damit. Macht das mal über den Transfermarkt. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Wir gehen jetzt hier drauf und wenn ich jetzt suche, dann kommen 11 Spieler nebeneinander. Und aus diesen 11 Spielern müssen wir uns dann direkt unsere Mannschaft bauen. Egal, ob es 6 Torhüter sind oder 10 Stürmer. Das wird auf jeden Fall lustig werden mit den Positionen. Aber wir machen auf jeden Fall Gold, weil mit Bronze und so wird das, denke ich, noch ein bisschen schwieriger werden. Weil wir haben jetzt hier viele verschiedene Positionen am Start. Und dann würde ich sagen, suchen wir jetzt auch direkt, Freunde. Komm, 1, 2, 3. Und wen bekommen wir? Uiuiui. Alter, was geht denn hier ab? Otamendi haben wir. Kier, Valencia, Depay in Form, korrekt. Benzema, Eriksen, Carvalho, Garcia, Winks, ein Torwart, Alter. Perfekt. Brahimi, Auria und Tetei. Alter, gar nicht mal so schlecht. 3 Informs. Perfekt, Alter. Würde ich sagen, Freunde, bauen uns jetzt direkt unser Team zusammen aus diesen 11 Spielern. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde, und da war es schon direkt unsere fertige Mannschaft. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Leider nur eine 34er Chemie. Dafür aber geile Spieler mit am Start wie Benzema. Depay in Form hier mit 5-Sterne-Skills. Eriksen im Sturm. Valencia. Gute Rechtsverteidiger, gute Innenverteidiger. Also, Freunde, würde ich sagen, geht's auch direkt jetzt los ins Spiel. Guck mal, wir haben 3 Spieler mit 1er Chemie. Aber bin ich mal gespannt, was wir für einen Gegner bekommen. Und ja, würde ich sagen, suche ich jetzt direkt mal auf Facebook meinen Gegner aus. Alles klar. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, und da haben wir auch schon direkt unseren Gegner. Schon mal gespannt, was er uns für eine Mannschaft hier zu bieten hat. Wir klicken direkt weiter hier neben unsere blauen Italien-Trikots. Er nimmt die schwarzen hier von Real Madrid. FC Beast, 82er Wertung. Und was hat er für Spieler hier? Oioioi, Adrian Ramos, Aubameyang, Traoré, De Bruyne, Götze, Boateng, Hummels, Benatia. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Spiel. Ab geht's! Boah, schöner Job hier vom Gegner. Und jetzt schiebt mal ab. Jetzt haben wir Eriksen am Ball. Spin, vernascht den Gegner. Jetzt zack, wir lassen die Pille mal laufen. Doppelpass über Benzema. Jetzt haben wir Eriksen. Schickt jetzt hier durch auf Karim. Der nimmt den mit. Benzema ab. Zieh mal ab. Tschüss. Scheiße, was war das denn? Das war richtig... Ey, okay. Okay, der hat mir gezeigt, wie das geht, Alter. Scheiße, Mann. Oh, wow, wow, nein, nein. 2-0, Alter. Direkt hinterher. Was ist da los? Komm, die Ecke, spiel mal kurz hier auf Eriksen, Alter. Junge, mach mal was hier. Geh vorbei. Roulette, Eriksen. Nochmal Roulette. Schön. Schieß drauf. Was ist das für ein Schuss? Wow. 3-0, Alter. Was ist da los, ey? 3-0. Natürlich. Natürlich, da geht keiner dran, Alter. 4-0. Komm, jetzt aber. Jetzt. Geh durch da, Eriksen. Geh durch. Komm, jetzt Benzema. Schick ihn durch. Schöner Pass. Jetzt mach ihn wenigstens. Ja, Anschlusstreffer. 4-1, ey. Donnerwetter hier. Und das ist einfach kein Abseits. Einfach kein Abseits. Ja, da überrennt den Torwart. Oh, schön gehalten. Alter, was sind das denn für Taktiken, ey? Nur weil die Leute in meinem Block jeden Taktiken. Komm, jetzt, Eriksen, Freunde, schön, schieß doch, Alter, Mann, ey, ich hätte auch sweaten können, aber das geht nicht bei Pinkslips, ich bin nicht so ein scheiß Assi, ey. Ja, klar, Alter, Benz, Beamer, Benz auf Bentley, komm jetzt hier, Depay, spin, so, jetzt fick ich den Gegner, hier, zack, geh durch, bam, Junge, Mann, ey. Ich muss auch noch pissen, meine Blase drückt, Alter. Wovon muss ich denn pissen, Alter? Ich hab doch gar nichts getrunken heute. Komm, Benzema, den machst du jetzt rein, Alter. Bitte, schieß mal vernünftig. Die können alle nicht schießen, Alter. Das sind alles so Bambusgärtner.
Komm, geh Eriksen, schieß ihn doch rein, Mann! Gott, ey, du mit deiner scheiß Halbglatze da! Starte doch mal, Alter, du scheiß Eriksen, Alter, ist der 25, hat eine Halbglatze, hat Haarausfall, ey, benutzt mal hier Head and Shoulders oder diese Scheiß aus der Werbung, Alpecin, ey. Doping für die Haare. Komm, jetzt hier unten, Valencia, den machen wir jetzt, Freund, den machen wir jetzt. Schön, schön, mach ihn. Hey, schieß ihn! Eigentor vom Gegner, Alter, 4-2, scheiße. Alter, ey, was kann nicht wahr sein, Freunde? Die Spieler lassen sich steuern, als ob das Holzspieler wären, ey. Ja, Freunde, wir haben das Spiel leider 5-2 verloren. Ich könnte mich so bei dieses Spiel aufregen, Alter. Ihr seht ja immer, wie ich bei Fatal spiele, bei den ganzen Turnieren. Aber ihr wisst ja, mit solchen Mannschaften zu spielen, ist echt verdammt schwierig. Das ist jetzt auch keine Ausrede oder so. Aber ihr wisst ja, mit 30 Chemie und die ganzen Spieler alle auf einer Chemie. Ich habe gedacht, das wird ein bisschen einfacher sein, aber war echt verdammt schwer. Aber der Gegner hat auch sehr gut gespielt, muss man ehrlich gesagt sagen. Und deshalb gratuliere ich ihm auf jeden Fall hier zum Tanktop. Schreib uns auf jeden Fall bei Facebook an. Dann bekommst du auf jeden Fall auch deinen Tanktop in deiner Größe und deiner Farbe hier. Und ja, sehen der Statistik, Gegner auf jeden Fall hier mehr Schüsse aufs Tor gehabt. Wir hatten 2 aufs Tor, davon 2 Tore. Natürlich war das zweite Tor etwas glücklich von uns, weil es ein Eigentor vom Gegner war. Aber letzten Endes muss man sagen, der Gegner hat es verdient gehabt, Freunde. Und ihr seht auch mal, auch die Guten verlieren mal, Freunde. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich zu den Besten gehöre, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe heute einfach nicht so meinen Tag gehabt, glaube ich, aber das Team hat sich auch nicht so gut spielen lassen, wie ich erwartet hatte. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Über 20.000 Likes, würde mich natürlich wieder sehr freuen. Und dann geht es auf jeden Fall auch nächste Woche, übernächste Woche weiter hier mit dem nächsten Pink Slips. Und ja, denkt dran, nächste Woche Mittwoch bis Sonntag ist die Gamescom. Dort werden wir natürlich auch am Start sein, werden nochmal verkünden, wo wir alles sein werden, wo wir unsere Auftritte haben werden auf unserem T-Shirt-Shop. Da gibt es auf jeden Fall einen Stand. Er hat einen Stand, da gibt es auf jeden Fall auch T-Shirts von uns für die Gamescom zu kaufen, speziell angefertigt. Die sind auch limitiert, glaube ich, 1500 Stück und jeder auch noch nummeriert. Da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen und mal vorbeikommen, Freunde, wenn wir auf jeden Fall Autogrammstunden haben und. Alles klar, das war's dann jetzt auch. Checkt auch unsere Facebook- und Instagram-Seiten ab. Alles klar, der Öni ist raus. Oder eine Rille Peters und ciao! Diese scheiß Mannschaft, Alter, ich könnte die so... Ah, mein Finger! Was geht ab, Freunde? Euer Sturfy und herzlich willkommen zur 31. Folge unserer Pack Road to Glory. Ja, Freunde, wir sind zurück aus dem Urlaub. 7 schöne Tage sind vorbei. Bisschen Erholung, bisschen Party. Am Ende wurden wir dann alle 3 nochmal richtig schön krank.